gesund isst, merkt man einfach, was einem alles eine Krankheit nehmen kann. Voll schön, irgendwie gerade so zur Mittagspause draußen zu sein. Und ich jetzt gleich mit einer Freundin verabredet bin. Kommt momentan einfach was bei uns dazwischen. Dann gibt es jetzt einmal die Reste von gestern. Ich kann euch gerne mal. Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist tatsächlich jetzt auch sehr spontan entstanden, weil ich einfach vor 3 Tagen Geburtstag hatte und die letzten Tage habe ich nochmal gebraucht, um ja einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil der Geburtstag an sich schon, also es war einfach sehr viel los und wir haben sehr viel gefeiert. Und gestern gingen mir dann echt total viele Gedanken nochmal zu meinem Geburtstag durch den Kopf, aber auch dazu, wie viel sich so in den letzten Jahren verändert hat und das im Hinblick insbesondere auch auf die Zeit vor der Klinik, in der Klinik, nach der Klinik und das Ganze ist jetzt schon ein Jahr her und auch wenn ich momentan viele Food Diaries teile, dachte ich mir, dass ich euch jetzt die Tage nach meinem Geburtstag mal wieder zeige, wie gerade meine Ernährung aussieht und ganz wichtig damit auch zeige, dass man sich eben einen Geburtstag nicht verdienen muss, sondern auch die Tage davor, die Tage danach einfach darauf achtet, dass man seinem Körper alles gibt. Deswegen dachte ich mir, dass ich euch da mal wieder mitnehme und einfach auch so ehrlich und transparent wie möglich darüber spreche, was mir jetzt gerade auch so nach meinem Geburtstag durch den Kopf geht, auch im Hinblick darauf, wie gesund ich mich mittlerweile fühle und was da so für Gedanken da sind. Also es wird schon ein sehr ehrliches Video, aber mir ist es eben auch irgendwie wichtig, da so transparent wie möglich mit euch zu sein, weil das vielleicht dem einen oder anderen einfach Mut macht und da vielleicht auch einfach immer noch zu wenig drüber gesprochen wird. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel drum herum sprechen, nur noch eine Sache. Ich zeige auch wie immer nicht alles, was ich esse und jeder Tag sieht auch anders aus. Also nehmt das Video nicht als Vergleich, sondern einfach vielleicht ein paar Rezepte als Inspiration für euch und ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Lasst gerne auch Feedback dazu da und auch generell, wenn ihr mehr zu dem Thema oder auch generell mehr Videos in dieser Art sehen wollt, dann lasst mich das gerne wissen. Und dann starten wir jetzt direkt. Wir haben heute Dienstag, den 23. Juli und ich habe euch seit heute Morgen schon mitgenommen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Draußen fliegt gerade ein Flieger vorbei. Aber das hier ist jetzt schon mal Teil 1 von meinem Frühstück. Ich bereite gleich noch den Rest vor. Aber ich hatte kein Oatmeal mehr. Ich mache mir das einfach so jeden zweiten oder dritten Tag und bereite mir das einfach vor und lasse das über Nacht im Kühlschrank stehen. Ich hatte das jetzt nur gestern vergessen, deswegen habe ich das jetzt erst heute gemacht. Aber ja, das kann jetzt gleich noch so ein bisschen durchziehen. Also gleich mische ich das noch gut durch. Und das Rezept hatte ich euch letzte Woche auch schon mal in dem Video gezeigt. Das sind jetzt einfach Haferflocken, Chiasamen, gemahlene Haselnüsse, Sojajoghurt, Datteln, Heidelbeeren und gleich kommt noch ein bisschen Agavensirup drüber. Das wird jetzt hier einmal mein Frühstück. Das ist jetzt einfach ein Brötchen, das habe ich mir eben noch frisch beim Bäcker geholt. Königer Frischkäse, weil der langsam weg muss, dann Gouda, Käse, Oatmeal, das ist jetzt ungefähr 20 Minuten gezogen, das geht aber auch mal. Und noch die Reste von der selbstgemachten Erdbeermarmelade von meiner Mama. Das ist mit meiner Lieblingsmarmelade und leider jetzt auch das letzte Glas. Aber genau, das lasse ich mir jetzt mal schmecken. Nebenbei schaue ich mir schon mal so ein paar To-Dos an und melde mich dann später bei euch. Ich habe jetzt gerade schon gefrühstückt und dachte mir heute ja relativ spontan, dass ich euch mal wieder mitnehme. Und ich hole jetzt etwas weiter aus. Ich hatte ja jetzt vor 3 Tagen Geburtstag, also ich habe am 20. Juli Geburtstag. Wir haben heute den 23. Juli und am Sonntag ging es mir noch nicht wirklich so gut. Und gestern habe ich irgendwie auch nochmal gebraucht, um einfach
nochmal viel zu schlafen und zur Ruhe zu kommen. Und heute ist jetzt so der erste richtige Tag, an dem ich wieder richtig fit bin und mich richtig gut fühle. Mir sind nur gestern richtig viele Gedanken durch den Kopf gegangen, weil habe ich einfach einen riesigen Unterschied gemerkt zu noch vor einem Jahr. Vor einem Jahr kam ich ungefähr aus der Klinik nach Hause, also es war so ein paar Wochen vorher. Und ich weiß auch noch, dass ich mich an meinem Geburtstag ziemlich unsicher und auch sehr unwohl noch gefühlt habe und einfach noch nicht so richtig auf eigenen Beinen gestanden habe. Also generell waren da einfach noch richtig viele Unsicherheiten. Und dieses Jahr war es das erste Mal, wo ich einfach mal meinen Geburtstag komplett genießen konnte und auch mal wieder so alle Gefühle gefühlt habe. Also das hatte ich einfach die letzten Jahre nicht mehr so wirklich. Wollte dazu einfach nochmal so ein paar Worte loswerden, weil es mich irgendwie dieses Jahr auch emotional total mitgenommen hat, weil ich einfach so einen großen Unterschied zu den Jahren davor gemerkt habe. Und ich glaube, erst wenn man so wirklich wieder richtig gesund ist, merkt man einfach, was einem alles eine Krankheit nehmen kann. Wahrscheinlich die, die mich auch schon länger verfolgen, wissen auch, dass ich eine Essstörung hatte oder ja, immer noch dabei bin, wirklich zu 100% gesund zu werden. Und man darf diesen Weg nicht unterschätzen. Es ist wirklich ein sehr langer Weg. Und was mir halt eben auch immer wieder wichtig ist zu sagen, ist, dass nicht alles das, was man auf der Kamera sieht oder auf Videos sieht, dass das der Realität entspricht. Man kann eben einem Menschen auch immer nur bis vor den Kopf schauen und Gedanken, die man sich irgendwie oder Glaubenssätze, die man sich über viele, viele Jahre aufgebaut hat, die verschwinden halt einfach nicht einfach. War das jetzt richtig? Aber ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Mir war es jetzt einfach nochmal wichtig, euch heute mitzunehmen, einfach weil ich mittlerweile so einen großen Unterschied spüre. Und das merke ich jetzt auch gerade nach dem Geburtstag und auch schon vor dem Geburtstag habe ich das gemerkt, weil früher waren meine Gedanken eben immer so, dass ich mir erst einen schönen Geburtstag verdienen muss oder mir auch das Essen an dem Tag verdienen muss, dass ich davor und danach dann eben vieles dafür machen muss, dass ja, ich diesen Geburtstag genießen darf. Und das ist einfach ein wirklich sehr, sehr trauriger Gedanke. Und ich hoffe wirklich, dass den niemand oder ja, wie soll ich sagen, aber so Gedanken wünsche ich einfach niemanden, weil Essen muss man sich nicht verdienen. Und das musste ich auch erstmal für mich lernen. Und egal, wie viel man an einem Tag macht oder auch nicht macht, man braucht einfach Essen und Ernährung, weil nur davon kann der Körper leben. Und ich musste mir auch immer wieder selbstbewusst machen, wo ich hinkomme, wenn ich eben diesen Weg mit der Krankheit weiterhin gehe. Und letztendlich könnte ich alle Ziele, die ich irgendwie in meinem Leben vorhabe, eben damit nicht erreichen. Mir ist es einfach deswegen so wichtig, dass ich auch teile, wie es eben anders aussehen kann und dass man eben auch gesund werden kann und dass es sich auf jeden Fall lohnt und dass man dadurch so Tage wie einen Geburtstag einfach wieder viel mehr genießen kann und trotzdem weder davor noch danach irgendetwas dafür tun muss, dass man diesen Tag genießen darf. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ich möchte auch gar nicht so viel über alte Dinge reden, aber mir ist es einfach wichtig, das zu teilen. Und deswegen dachte ich mir einfach, dass ich euch da mal wieder einen Tag mitnehme und einfach auch nochmal für mich selbst festhalte, wie da so meine Veränderung jetzt über die Jahre war. Weil es ist einfach ein langer Weg, aber ich merke jetzt gerade auch so nach dem Geburtstag, dass ich einfach viel, viel besser mit mir selbst umgehe und einfach diesen ganzheitlichen Gesundheitsgedanken in mir trage und mich auch gesund und ausgewogen ernähren möchte, aber das eben nicht mehr von irgendeiner Krankheitsseite kommt, sondern einfach aus dem Grund, dass ich mir sage, dass ich das eben verdient habe und dass das so wichtig ist, weil man einfach auf sich aufpassen muss. Und ja, deswegen dachte ich mir, dass ich euch heute da mal wieder so realistisch wie möglich mitnehme. Ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen hilft. Und wenn es nur einer Person hilft, dann reicht mir das schon. Ja, und deswegen probiere ich da einfach möglichst ehrlich und transparent drüber zu sprechen. Und heute steht auch einiges Spannendes an. Also ich treffe mich später noch mit einer Freundin. Wir wollten ein Stück Kuchen essen gehen in einem Café. Ich habe zwar hier noch sehr, sehr viel Geburtstagskuchen, aber wir müssen tatsächlich noch ein Geschenk umtauschen. Und zwar hatte sie mir eine super schöne Tasse geschenkt, wo aber leider ein Sprung drin ist. Und deswegen gehen wir da zusammen ins Geschäft und haben gesagt, es ist eigentlich auch ein
schöner Grund, sich zu sehen und einfach zusammen ins Café zu gehen. Und sowas hätte ich wahrscheinlich früher auch nicht gemacht. Aber so Tage genieße ich einfach total. Und jetzt gerade nehme ich mir einfach auch Zeit dafür, weil ich jetzt, wie gesagt, das hatte ich auch schon in den letzten Videos angesprochen, aber vor 2 Wochen meine letzten Klausuren geschrieben habe. Und theoretisch könnte ich jetzt auch schon wieder weitermachen. Aber ich merke einfach gerade, wie gut es mir tut, dass ich einfach mir mal die Pause nehme und schöne Dinge mache und Dinge mache, die mir Spaß machen und eben nicht so von einem Stresslevel ins nächste gehe. Später habe ich dann noch ein Meeting auf der Arbeit. Das mache ich dann auch von hier zu Hause aus. Ich wollte noch für uns heute Abend was zum Essen einkaufen und generell heute noch ein bisschen mehr Zeit nehmen für die einzelnen Mahlzeiten und euch da einfach mal wieder mitnehmen. Wie gesagt, mir macht das momentan total viel Spaß und schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ihr so in Zukunft davon sehen möchtet. Wir probieren uns, wie gesagt, momentan super viel aus und das hätte ich halt vor einem Jahr auch noch nicht gedacht. Also ich weiß noch, wie schwer mir das auch in der Klinik selbst noch gefallen ist, dass ich einfach sehr flexibel bin und sehr viel Neues auch ausprobiere. Aber das ist halt mittlerweile bei uns Alltag und wir machen ja auch zum Beispiel das Kochbuch und probieren jede Woche so 2, 3 neue Rezepte aus und ja, das wäre einfach wirklich vor 1, 2 Jahren bei mir absolut nicht denkbar gewesen. Und alleine das ist irgendwie was so Schönes und ich freue mich irgendwie jedes Mal darauf, wenn ich dann abends in der Küche stehe und das gemütlich vorbereite, auch wenn ich nur 2 Herdplatten habe. Aber ja. Ich habe dieses Jahr einfach super viel von Mutella Mio bekommen. Das teile ich euch dann nochmal. Aber genau, hier ist halt eine Macke drin und das ist... Meine Freundin ist aufgefallen, dass sie es mir eingepackt hatte und deswegen bringen wir die hier zurück, weil ja, da ist eben auch die Gefahr, dass man sich schneidet. Das hier ist jetzt mein Mittagessen. Also ich bin jetzt gerade dabei, mir die nächsten To-Dos einzuplanen, auch für die Uni. Deswegen liegt auch mein Planer bereit. Ich möchte nämlich an sich diese Woche sogar mit dem nächsten Kurs anfangen, dass ich da einfach ein bisschen weiterkomme und wahrscheinlich wird der Kurs angewandtes Projektmanagement sein und da werde ich auch wieder eine Fachpräsentation halten. Und zum Mittagessen gibt es jetzt einmal die Reste von gestern. Ich kann euch gerne mal das Gericht von gestern einblenden. Das ist tatsächlich gerade so im Sommer mein Lieblingsgericht und das kann man eben am nächsten Tag auch kalt essen. Das ist wie so eine Art Maultaschensalat und die Soße ist mit Hafersahne, dann sind da verschiedene Sorten Gemüse drin, Räuchertofu, körniger Frischkäse, Rucola, Sesam, Tahini habe ich noch drüber gemacht, also richtig lecker. Und dazu gibt es jetzt hier noch so einen Eistee, ich habe da im Sommer ganz gern, das habe ich jetzt auch zum Geburtstag wieder bekommen, einfach so einen klassischen Pfirsich-Eistee. Und genau, lasse ich mir jetzt mal schmecken. Irgendwie ging der Morgen jetzt gerade total schnell vorbei und draußen ziehen jetzt auch gerade total die Wolken auf, was echt nervig ist, weil ich jetzt gleich mit einer Freundin verabredet bin in der Mittagspause und wir gehen in ein neues Café. Deswegen habe ich mich jetzt auch gerade fertig gemacht und die Hose, weil da immer einige nachfragen, ist von Hugo Boss. Ich trage aber auch mittlerweile richtig oft Armed Angels. Dafür hatte ich ja auch jetzt gerade mit wieder einen Code für euch. Und das Oberteil tatsächlich ist auch von Armed Angels. Das klappe ich hier immer nur so ein bisschen um. Da sieht man es, weil mir das ein bisschen zu lange ist, aber ich liebe es. Und ich glaube, ich nehme jetzt sogar sicherheitshalber einen Regenschirm mit. Ich wollte vielleicht sogar auch mit den Öffentlichen fahren. Also ich habe zwar keine Buskarte, aber ich will halt jetzt nicht, wenn es anfängt zu regnen, laufen. Mal schauen. Aber ich zeige euch gleich das Café. Also wie gesagt, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber es hat neu in Mainz aufgemacht und ich bin echt mal gespannt. Also ich hätte auf jeden Fall keinen Pulli gebraucht. Das ist echt super warm. Aber voll schön irgendwie gerade so zur Mittagspause draußen zu sein.
kam jetzt gerade noch rechtzeitig die Tür rein. Ich springe direkt ins Meeting. Wir haben 15.44 Uhr. Ich habe noch eine Minute Zeit. Hallo. Wir haben es mittlerweile schon deutlich später, also bestimmt schon so ungefähr 17.30 Uhr. Das Meeting ging heute etwas länger und ich muss jetzt gleich unbedingt noch meine Einkäufe einsortieren. Das habe ich noch nicht geschafft. Irgendwie vertue ich mich so oft in der Zeit. Also gerade wenn ich denke, dass ich viel Zeit habe, habe ich nie viel Zeit, beziehungsweise komme oft zu spät. Und ich kam hier zu Hause an und habe mich einfach direkt ins Meeting gesetzt. Aber der Mittag mit meiner Freundin war richtig schön. Wir hatten eben auch schon gesagt, wir müssen das unbedingt öfter machen. So Coffee Dates macht man einfach viel zu selten und ich genieße es so sehr, auch neue Sachen auszuprobieren. Ja, aber irgendwie fehlt einem da oft auch die Zeit für, gerade wenn man wieder so in dem Uni-Alltag ist. Und eigentlich war auch der Plan, dass mein Freund und ich heute zusammen kochen. Jetzt hat er aber eben angerufen, dass er länger arbeiten muss. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, wie lange. Ich wollte auch mal wieder was Neues ausprobieren. Also ich hatte total Lust auf Curry. Aber eigentlich ist es draußen ja auch total warm. Also es regnet zwar jetzt gerade, aber ich finde Curry ist an sich eher so ein Wintergericht. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr das eher im Sommer oder im Winter esst. Aber ich finde, das ist eigentlich so ja, perfekt für so einen gemütlichen Winterabend. Und vorhin auf dem Weg zu dem Café, ich bin ja mit der Straßenbahn gefahren, da habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich ein Curry so ein bisschen abwandeln könnte, dass es einfach etwas sommerlicher ist. Und ja, probiere das jetzt gleich mal aus. Also wenn das Rezept gut ist, dann schreibe ich euch das auch in die Infobox. Aber an sich, mit Curry kann man nichts falsch machen, weil die Grundzutaten sind ja immer gleich. Und ich habe jetzt einfach so ein bisschen Mango gekauft, also was Fruchtiges, damit es ja, in den Sommer reinpasst. Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wie gesagt, ich habe jetzt nur für heute Abend eingekauft, weil das einfach spontan war. Ich finde es einfach mittlerweile so wichtig, dass man einfach spontan ist, weil ich denke, gerade in einer Beziehung, man kann seinen Alltag nicht immer komplett vorplanen und total oft kommt momentan einfach was bei uns dazwischen. Deswegen finde ich es einfach so wichtig, dass sich das Essen dem Alltag anpasst und nicht andersrum. Und gerade wenn man eben in einer Beziehung ist, dann funktioniert das mit dem Plan nicht, weil dann gehören auch immer zwei Personen dazu und es ist irgendwie viel wichtiger, dass man mit so spontanen Umänderungen einfach ja, locker umgeht und sich da nicht zu sehr unter Druck setzt. Und ich zeige euch jetzt kurz noch den Einkauf, der ist wie gesagt noch hier. Und ich muss mal schauen, ob ich heute noch Zeit habe, euch die Geschenke zu zeigen oder ob ich das dann morgen noch anschließend mache, weil ich nicht genau weiß, wann mein Freund kommt. Oh, mein Freund ist jetzt schon da, deswegen zeige ich ihm noch ganz kurz den Einkauf, weil wir dann anfangen wollen zu kochen. Also wir haben auch schon kurz nach sechs und beide richtig Hunger. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, nur für heute Abend eingekauft. Das hier ist momentan eine Tofu-Sorte, die wir richtig gerne mögen. Deswegen die. Dann Rucola. Und verschiedene Sorten Gemüse, also Paprika, Paprika, Karotten, Zucchini, so rum, Süßkartoffel, da schauen wir mal, ob wir die heute machen oder die Tage. Dann eine Mango, dann Currypaste, Kokosmilch und die haben wir als Topping auch immer da. Ist zwar jetzt nicht das Gesündeste, aber das darf ja auch mal sein. Und ich kann euch gerne hier den Preis hinschreiben für den Einkauf. Wir fangen jetzt mal an zu kochen und das komplette Gericht schreibe ich euch dann nochmal in die Infobox. Riecht auf jeden Fall schon mal richtig gut. Zum Schluss kommt jetzt noch der Mango dran. Dann köchelt das jetzt hier noch 10 Minuten und dann ist es auch schon fertig. Das passt jetzt gerade richtig gut zu dem Curry. Es ist jetzt hier gerade so ein richtiger Sommerregen. Und so sieht das jetzt gerade hier in der kleinen Küche aus. Also wir machen, wie gesagt, auch immer viele Toppings drauf. Ich finde, das macht das bei einer Bowl auch echt aus. Ich kann euch dann gleich nochmal sagen oder aufzählen, was wir da alles noch mit drauf machen. Das Ganze serviere ich jetzt mal. Also das ist jetzt das Curry mit Mango und ganz viel verschiedenem Gemüse. Das Rezept schreibe ich euch in die Infobox. Und die Toppings haben wir jetzt hier an Cashewkerne, Röstzwiebeln, Sesam, Tahini und Blattspinat. Und was ich vergessen habe in der Mikrowelle, Tofu,
kommt auch noch drauf. Schon einen Tag später. Ich habe mich jetzt gestern gar nicht mehr von euch verabschiedet, weil dann, wie gesagt, mein Freund zu mir kam und wir dann noch entspannt gekocht haben und noch ein bisschen Trash-TV geschaut haben. Das machen wir momentan relativ oft. Jetzt gerade kam auch schon mein neues Video online, also das XXL Summer Food Diary. Ich kann euch das auch gerne hier nochmal irgendwo verlinken oder zumindest in der Infobox verlinken. Und jetzt kamen da auch schon einige Fragen auf, nochmal im Hinblick zu meiner intuitiven Ernährung und auch generell, ob ich mich vegetarisch ernähre und so weiter. Und ich gehe jetzt in dem Video nicht darauf ein, weil ich glaube, dass das zu lang werden würde. Aber wenn euch das interessiert und ich generell mal ein Food Diary komplett zu dem Thema intuitive Ernährung und wieder so meine Ansicht zu ist, welchen Punkt ich da mittlerweile stehe, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich das gerne mit in das nächste Food Diary nehmen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne noch euer Feedback in die Kommentare oder auch per Instagram. Ich freue mich da immer sehr von euch zu hören. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder auf meinem Kanal. Achso, und übrigens, da kommt wahrscheinlich ein Hamburg-Vlog, weil ich jetzt nächste Woche spontan nach Hamburg fahre. Dazu aber mehr im nächsten Video. Bis dahin, eine gute Zeit.